Ja, guten Tag. Willkommen beim Workshop Glutenfrei und lecker backen mit japanischem Reismehl. Wir werden jetzt noch so ein, zwei Minuten warten, bis wirklich auch alle Teilnehmer dazugekommen sind. Deswegen wollte ich Ihnen vorab schon mal ein paar Dinge erzählen. Also mein Name ist Björn Eichstädt. Ich fungiere heute hier als Moderator unserer kleinen Veranstaltung. Und ich freue mich sehr, dass Sie heute hier teilnehmen, denn japanisches Reismehl ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes Produkt, gerade in Zeiten, in denen ja der Trend und die Entwicklung sehr stark hingeht zu gesunder Ernährung, zu glutenfreien Backwaren. Und da freuen wir uns natürlich sehr, dass Sie heute gekommen sind, um ein bisschen mehr über das japanische Reismehl zu erfahren und die Möglichkeiten, die Sie damit haben. Ich schaue jetzt hier kurz mal in die Regie. Sind genug Teilnehmer da, dass wir starten können? Wunderbar, ja, dann sind Sie alle sehr pünktlich hier gekommen. Das freut mich natürlich umso mehr. Wir möchten beginnen mit einem kleinen Grußwort von Herrn Toshiki Wani. Er ist Generaldirektor von JETRO Berlin. JETRO Berlin ist die Außenhandelsorganisation Japans und er möchte zunächst mal ein paar Worte an Sie richten. Herr Wani, willkommen. Guten Tag. Ich bin Toshiki Wani, der Generaldirektor von JETRO Berlin. Ich möchte Sie heute alle im Namen von J-Foodo begrüßen. JETRO ist die regierungsnahe japanische Außenwirtschaftsorganisation. J-Foodo ist eine Organisation innerhalb von JETRO, die sich auf die Förderung japanischer Lebensmittelprodukte im Ausland konzentriert. Deutschland ist ein potenzieller Markt für japanische Lebensmittel und heute möchten wir Ihnen japanisches Reismehl vorstellen. Japanisches Reismehl hat drei wichtige Eigenschaften: glutenfrei, krumpenfrei und krümelfrei. Heute besuche ich München und wir freuen uns sehr, dass wir diesen Workshop in Zusammenarbeit mit der Konditorin Frau Okada von der Konditorei Tampopo und der Agentur Storymaker durchführen können. Ich habe schon den von Frau Okada gebackenen glutenfreien Apfelstreuselkuchen probieren dürfen. Er ist super lecker. Und Frau Okada, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich. Leider konnten wir den heutigen Workshop nicht mit ihrer Teilnahme vor Ort organisieren. Aber wir freuen uns, dass viele online teilnehmen können. Wenn Sie nach diesem Workshop mehr über japanisches Reismehl wissen oder damit handeln möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Wir stellen Ihnen gerne direkt japanische Reismehlhersteller vor und möchten Ihnen bei der Gelegenheit auch gerne unsere Online-Matching-Plattform Japan Street vorstellen, auf der Sie jederzeit mit japanischen Herstellern aus der Lebensmittelbranche und weiteren Branchen in Kontakt treten können. Kommen Sie gerne auf uns zurück, wenn Sie mehr über Japan Street erfahren möchten. Wir hoffen, dass dieser Workshop für alle Teilnehmer fruchtbar sein wird und hoffen, dass Ihr Verständnis und Interesse für japanisches Reismehl steigen wird, wie der glutenfreie Apfelstreuselkuchen in Open.
Wir hoffen, dass jeder seinen eigenen leckeren Apfelstreuselkuchen künftig mit japanischem Reismehl backen wird. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Wani. Danke sehr. Ja, wunderbar. Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Jetro und J-Fudo und über japanisches Reismehl. Und jetzt werden wir gleich etwas über die praktische Anwendung lernen. Und deswegen freue ich mich sehr, unsere heutige Hauptdarstellerin, Frau Kanako Okada, zu begrüßen. Ja, es freut mich sehr, dass wir Sie für dieses Projekt gewinnen konnten. Frau Okada, vielleicht erzählen Sie uns kurz ein bisschen was über Ihren Background. Also wie hat das bei Ihnen angefangen? Erzählen Sie ein bisschen was über Ihre Konditorei Tampopo. Was machen Sie dort? Hallo, guten Tag. Ich bin Kanako Okada. Und ich bin Konditormeisterin und ich betreibe seit 2005 eine Konditorei in München in der Meiringer Straße. Und wir backen japanische Kultur, also wir kombinieren japanische Kultur und deutsche Backwaren. Mhm. Was ist denn aus Ihrer Erfahrung der Unterschied zwischen japanischen Backwaren und deutschen Backwaren? Wo sind da so die besonderen Unterschiede? Ja, deutsche Backwaren ist groß, also mittlerweile nicht mehr so groß. Stück, ein Stück, also japanische Backwaren ist dann da eher kleinere Portion. Mhm. Und ja, genau, also schmeckt fein, möchte ich auch nicht ausdrücken, aber es ist dann klein und fein und es ist wie eine Kunst. Mhm. Ja. Jetzt sind wir ja auf Sie zugekommen vor einiger Zeit mit dem Thema japanisches Reismehl und die Aufgabe, die wir Ihnen gestellt hatten, war mit dem japanischen Reismehl ein Gericht zu backen, das einerseits typisch deutsch ist und andererseits mit dem Reismehl eine gute Kombination eingeht. Und Sie haben sich für einen Apfelkuchen entschieden. Ja. Und das werden wir jetzt vorführen, wie Sie mit dem japanischen Reismehl und dem Apfelkuchen vorgehen. Dafür holen wir jetzt so langsam die Zutaten. Ja. Mhm. Was benötigen Sie zuerst? Also wir benötigen erstmal Butter und Zucker. Bitte schön. Mhm. Vielen Dank. Ah, und die Mengen müssen wir... Ja, genau. Ja. Also, Sie brauchen heute für Apfelstreusel mit dem japanischen Reismehlkuchen 175 Gramm Butter und 175 Gramm Feinzucker, also Kristallzucker. Und dann bräuchten wir 3 Stück. Eier, große M, ganz wichtig. Und dann brauchen wir das Reismehl. Genau, also ganz wichtige Zutaten. Heute. Hauptzutaten Reismehl, 200 Gramm. Und dann die Äpfel, 600 Gramm. Und ich habe dann geschält und genau so Scheibchen geschnitten. Und ein bisschen Zitronensaft drüber, aber wenn Sie gleich backen, Sie brauchen keinen Zitronensaft. Mhm. Und ein bisschen, falls Sie mögen, Vanillearoma dazu. Dann. Gut, Frau Okada, dann fangen wir einfach mal an. Dann können wir anfangen. Genau. Ja. Wunderbar. So, dann ich tue erstmal die Butter. Also Butter soll ganz so weiß sein. Ja, wenn Sie dann Finger reindrücken oder so, das sollte schon Raumtemperatur sein und weiß sein. Aber bitte nicht flüssig. Kristallzucker dazu, 150 Gramm für die Kuchen. Und
Ich benutze heute eine Handrührgerät, weil und ich kenne auch mit den Schneewesen, aber dann brauchen die mehr Kraft und Handrührgerät ist sehr optimal. So, dann fangen wir langsam. So, dann wir müssen da ein bisschen stärker ausschlagen. Mhm. Ja. Ich muss ganz kurz umfüllen. Ja, die Schüssel war jetzt etwas flach. Ja, genau. ja. Ist mir recht. Das hatte den Vorteil, Sie zu Hause oder in Ihrem Betrieb haben das besser gesehen, aber ja, genau. Es hat ein bisschen gespritzt, ja, deswegen jetzt. Genau, das ist ein bisschen unpraktisch, aber ich habe weiter. Sie sehen ja, das ist ein Butterbauch, vorher gelb, aber jetzt ein bisschen weiß und wie Creme, wie Buttercreme. So, dann kommen Sie jetzt Eier dazu. So, es sollte große M sein, weil Eier gibt dann da große S oder M und L. Und große M ist dann da 50 Gramm Inhalt. Und das ist schon wichtig. Und es sollte auch Raumtemperatur sein, nicht aus Kühlschrank, damit es nicht so Masse grießig wird. Vorher ein bisschen ausschlagen, die Eier. Und die tun die bitte nicht auf einmal, sondern nach und nach, also ungefähr dreimal. Ich tue erst ein Drittel. Und dann wieder aufschlagen. Immer erst langsam. Und dann schneller. Sie sehen, das ist dann da alles so wieder cremig, ne? Wie ein Creme. Dann kommt dann die noch ein Drittel dazu und wiederholen Sie nochmal. Dachte. Lässt ein Drittel dazu. Ich verlasse dann Gerät. Dann mache ich ein paar Hand. Oh, das sieht ja jetzt schon lecker aus. Ja. Sehr gut. So, dann ich mache die Hand. Okay.
Das ist so die zweite Creme. Dann kommt dann die Vanillearoma. Ein bisschen. Aber Reismehl ist dann so, es riecht schon ganz gut. Dann die brauchen nicht unbedingt Vanillearoma. Ja, und jetzt kommt unser Hauptdarsteller. Genau. Reismehl. Das ist dann ganz fein, ganz weiß. Und es ist dann krüppelfrei und glutenfrei. Ich tue auf einmal rein. Beim Mehl, weißen Mehl muss man auch mal vorher durchsieben, aber das brauchen die gar nicht. Und mit dem Schneebesen kann man einfach glatt rühren, weil das dann glutenfrei ist und die Masse, die Bälle nicht zählt. Ich kann ja auch ohne Sorge weiterhin alles glatt rühren. Gut, so ist dann die Masse schon fertig. Ganz einfach. Ja, wunderbar. Das ging jetzt auch sehr schnell. Ja, genau. Und wir brauchen keine, also wenn Sie möchten oder wenn Sie Angst haben, Sie können auch Backpulver reintun. Aber Reismehl ist sehr locker. Dadurch dann eigentlich, die brauchen auch keine chemischen Zutaten. Ja. Das ist natürlich besonders wichtig. Ja, ja, genau. Sehr schön. Mhm. Ja, verteilt ist dann in Form. Ich tue dann die Hälfte Masse, kommt in so eine Backform. Backform ist dann so 20 cm Durchmesser. So, das ist dann die Hälfte. Dann ich streiche. Gleichmäßig. Teile ich auf. Die riechen schon nach Reismehl. Oh ja. Mhm. Mmh. Ja. Sehr gut. Gut, dann. Darf man von dem Teig auch mal so ein bisschen probieren? Ja. Das mögen die. In Japan machen wir sowas nicht. In Japan machen wir das nicht. Nein. Ja. Ja. Ich habe einen kleinen Sohn, der macht das immer. Ja, ja, ja. Dann haben die keine Kuchen mehr, wenn der alles nascht. Ja. Also, ich finde, das könnte man schon so verkaufen. Ja, 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 genau. Ja, das ist ja wirklich natürlicher, angenehm, süßer Geschmack von dem Reismehl. Ja, sehr, ja, sehr lecker. Und es ist dann, kommt auch nicht in den Magen. Es ist nicht schwer, es ist Reis. Da kann ich ja auch ganze Masse essen, wenn ich. Voll. Ja, mache ich nachher, nach dem Workshop. Ja, wunderbar. Die Äpfel, die jetzt die Äpfel. Ja, jawohl. Genau. Vielleicht zeigen wir das nochmal. Ja, also ich. Ich verteile dann die Hälfte von den Apfel. Und Apfel sollte, es sollte eine säuerliche Apfel sein. So Boskop, das wäre ganz gut. Oder japanische Apfelsorte Fuji, schmeckt auch sehr gut. Alles gleichmäßig aufteilen. Also Sie legen die jetzt so im Kreis. Genau. Mhm. Ja. Das überall Apfel. Ja. Da sind. Aber ich kenne auch andere Jahreszeiten, andere Obst auch hernehmen. Vielleicht dann das Richtige im Herbst. Oder Aprikosen. Oh, sehr schön. Vielleicht zeigen wir das nochmal gerade. Sehr schön. Dann wunderbar. Darauf kommt dann die andere Hälfte dazu. Ach, schauen Sie, jetzt dachte ich, es wäre schon fertig. Genau. Aber das nein, ist, jetzt kommt eine zweite Schicht. Genau, das ist dann so, auch damit da immer so saftig bleibt.
Das Kuchen ist total saftig. Ah. Ja, da zwei Schichten Obst. Das ist der Trick. Ja. Okay. Mhm. So, dann wir verteilen auch nochmal dann drauf auf dem Apfel diese japanische Sandkuchenmasse. Gut. So ist dann jetzt. Ja. So, dann kommt er wieder. Apfel oben drauf. Und die sollen so dick Scheibe schneiden. Nicht zu dick, sonst es dauert ein bisschen zu lang. Ja, ich würde jetzt mal so sagen, das sind so 5 mm ja, ungefähr. Genau. Und die werden jetzt genauso wieder im Prinzip im Kreis ja, oder aufgefächert, könnte man sagen. Sehr schön. Ja. Freue ich mich ja schon sehr drauf, wenn der fertig ist. Ja, Japaner, bei uns Japaner ist dann wichtig, schöne Aussehen und auch sehr gut schmecken und auch gesund. Wunderbar. So. Ja. Wenn wir ihn jetzt fertig belegt haben, ja, dann ist er schon fertig für den Ofen? Nein. Noch nicht. Das kommt dann noch. Streusel. Ah, ja, natürlich. Weil das ist dann nicht Streusel. Wie konnte ich die vergessen? Ja. So, jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Mhm. Und da kommt dann Butter rein. Okay, da haben wir jetzt den. Gut, jetzt stelle ich mich hier hin. Dann haben wir hier also den Topf auf dem Herd. Schmelzen die Butter. Mhm. Ein Tick. Ja. Genau, das ist so eine einfache Größe. Genau, also die Butter schmilzt jetzt. Mhm. Ja, dann so eine Schüssel. Tun Sie dann die Kristallzucker rein. So, dann kommt dann die japanische Reismehl rein. Also das japanische Reismehl für beide Teile des Genau, Kuchens. Das ist dann glutenfrei, ist dann wichtig, dass beide mit dem japanischen Reismehl dazu benutzen. Und mischen Sie Zucker und Reismehl und dann kommt dann die flüssige Butter rein. Das ist ganz einfach. Es wird jetzt auch sehr viel gefragt an glutenfreie Produkte bei uns auch. Also das sehen Sie bei sich in der Konditorei auch, ja, dass glutenfreie ja, einfach große Nachfrage ja, hat. Ja, sehr, sehr viel sogar. So, dann kommt jetzt dann die flüssige Butter in die Reismehl und Zuckermischung. Natürlich können die auch in Mikrowelle Butter flüssig machen. Und dann, ich mische. So, dann sehen Sie, das ist dann so eine Streusel. Und jetzt im Prinzip so lange rühren, bis die Streusel genau, so eine ähnliche Größe haben. Ja. Ne? Mhm. Gut, und dann kommt jetzt auf dem Kuchen, teile ich auf. So, ist
Menschen. So, dann sind die Session fertig. Ja, gut. Da kann ich mir jetzt sehr, sehr gut vorstellen, wie der dann fertig wird. Aber natürlich werden wir ihn jetzt nicht im Detail backen, weil das würde jetzt ein bisschen lang dauern. Ja, genau. Also dann Backzeit ist dann da 100. Es kommt darauf an, welchen Backofen Sie haben. Umruft ist dann 165 Grad, 40 Minuten circa. Oder oben Unterhitze 170, 75 Grad. Ich sage mal so 45 Minuten. Mhm, ja, das ist ein bisschen Ofen, ist unterschiedlich. Ja, dann? Aber ich glaube, wir hatten einen ja. vorbereitet. Ja, vorbereitet. Da ja. haben wir den. Mhm. Genau, weil wir haben jetzt nämlich einen Kuchen vorbereitet, damit wir dann sehen, was nach ungefähr 45 Minuten hiermit passiert. Und da ist er schon. So, das ist schon fertig. Aus dem magischen Ofen. Gut. Dann, wenn Sie möchten, Sie können auch mit dem Puderzucker ein bisschen schön fein dekorieren. Oder mit dem Zimtzucker, das schmeckt auch sehr, sehr gut. Also dieses Mal leider. Aber Zimtzucker ist ein bisschen schade, weil japanische Reismehl schmeckt so fein, natürlicher, süßer Geschmack. Und Zimtzucker, ja, wenn Sie möchten, dann können Sie auch Zimtzucker und es schmeckt auch fantastisch. Wunderbar. Darf ich den haben? Natürlich. Dann nehme ich den jetzt mit. Und vielen Dank, ja, Frau Kader. Das war ganz toll. Und ich habe jetzt auch gelernt, wie schnell das gehen kann. Ja. Ich werde das zu Hause gleich versuchen, mal nachzubacken. Ja, das bin ist gespannt, gut. ob ich das hinbekomme. Ja. Gut, vielen Dank. Und ja, jetzt geht es um das Thema Reismehlhersteller. Ja. Also das heißt, jetzt nach dieser kleinen Backpräsentation lernen wir ein bisschen was über verschiedene Hersteller. Und dazu würde ich als erstes Frau Rossignol bitten, zu uns zu kommen. Oh, ich helfe Ihnen gerade. Ich würde sagen, wir fächern das hier mal so auf. Genau. Ja, Sie sind heute zu uns gekommen. Vielen Dank. Die erzählen uns ein bisschen was über das Gomeko-Reismehl. Ja, gerne. Bitte sehr. Guten Tag, hallo. Ich bin Frau Rossignol von Gomeko. Wir sind Reismehlhersteller, eine Familienunternehmen aus Südjapan. Im Jahr 2010 haben wir ein Reismehl entwickelt, das zur Herstellung von glutenfreies Brot ohne Zusatzstoffe oder Bindemittel verwendet werden kann. Danach, da wir glutenfrei und Glutenunverträglichkeit in Europa zu einem wichtigen Thema geworden ist, haben wir im Jahr 2017 Gomeko GmbH in Deutschland gegründet. Wir erstellen jetzt drei Reismehlmischungen, Knusperlust, Kuchenglück und Brotgenussmehlmischung. Die unterscheiden sich durch die verschiedenen Reissorten und auch Malgrad. Also sie sind 100% aus Reis. Aber sie können eins statt Weizen verwenden können an meisten Rezepten. Und diese ist zum Beispiel für knusprige Teig wie Blätterteig oder Mürbeteig. Diese ist für zur Herstellung Kuchen und diese ist für Hefeteig. Also die drei Reismehlmischungen sind im 20 Kilo Sack oder 500 Gramm Verpackung verfügbar und wir vertreiben in ganz Deutschland und Europa. Ja, Frau Rossignol, wunderbar, nein, vielen Dank. Also
Das freut mich sehr und vielleicht halten wir es nochmal hin. Ja. Shumiko. Ja, jetzt brauchen wir das andere. Dankeschön. So, und wir haben jetzt noch drei andere Sorten aus Japan. Das haben die meisten von Ihnen hoffentlich schon bekommen mit der Post im Vorfeld dieser Präsentation. Und Sie sehen jetzt diese Päckchen hier. Da steht vorne drauf, damit Sie die identifizieren können, Black Rice und Red Rice. Und jetzt muss ich hier auch ein bisschen mich durch den Zettel unterstützen lassen. Diese beiden Produkte kommen von der Firma Green Power Nanohana. Die befindet sich in der Präfektur Toyama in Japan und sie produzieren seit 1996 Reis und Reisprodukte. Interessant daran ist, dass eine der größten Reisfarmen in Japan überhaupt und der Fokus liegt ganz klar auf sehr gesundem und ganz besonders wohlschmeckendem Reis. Also, Green Power Nanohana. Dann jetzt müssen Sie ein bisschen genauer gucken. Das ist das Sample-Päckchen, was Sie bekommen haben, wo vorne drauf die verschiedenen Kalorien, Fettgehalt etc. abgebildet sind. Das ist von der Marke Mitake. Und hier ist es eine Marke, die sich besonders der Forschung und der Entwicklung von besonders fortschrittlichen aktuellen Inhaltsstoffen verschrieben hat. Und hier geht es sehr, sehr viel bei diesem Hersteller um das Thema neue Standards zu erfüllen, höchste Qualitätsstandards auch in den Prozessen einzuhalten und besonders fortschrittliches Reismehl zu machen. Also, Mitake. Und ich hoffe natürlich, dass Sie all diese Reismehl, die Sie als Sample bekommen haben, ausprobieren. Das soll nur ein bisschen dabei unterstützen, dass Sie auch noch etwas mehr über die Hersteller verstehen. Ja, und jetzt haben Sie noch diese beiden Päckchen. Das ist von der Marke Gumma. Da haben Sie einmal Rice Flour ANP. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht genau, was ANP heißt. Das werden wir im Nachgang vielleicht noch rausbekommen. Und dann das Rice Flour for Bread and Cakes, also für Brot und Kuchen. Und ich muss jetzt versuchen, das zum Stehen zu bringen. Schauen wir mal. Wunderbar, steht. Diese Marke feiert in diesem Jahr bereits ihr 73. Geburtstag, also eine Traditionsmarke, die unterschiedliche Sorten von Reismehl produziert. Normales Reismehl, Mochi-Reismehl, aber auch andere Mehle wie Sojabohnenmehl oder auch, und das ist natürlich in Analogie zum Mahlen von Mehl, auch gemahlenen Kaffee. Es gibt einmal Fabriken in Gunma und andererseits in eine Zweigstelle in Nagoya. Die japanischen Mehle dieser Marke werden vor allem an japanische Süßwarengeschäfte verkauft. Wir haben gerade schon gelernt, in Japan sind Backwaren eher klein und fein. In Deutschland auch mal etwas größer, also so ein Laibbrot, solche Produkte haben wir in Japan weniger. Und dieses Produkt wird im Prinzip in ganz Japan verkauft, sowohl im Süßwarenbereich, aber auch bei klassischen Bäckereien, die eben Brotprodukte machen, also eher westlich geprägte Bäckereien. Ja, und wir hoffen, dass Sie all diese Mehle zu Hause einmal ausprobieren oder bei sich in der Backstube einmal ausprobieren. Sie werden sicherlich merken, dass es ein bisschen Unterschiede gibt, je nach Mehl und wofür es sich am besten eignet. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie die entsprechend benutzen. So, wir sind jetzt langsam schon auf der Zielgeraden, während ich hier mein Mehl wieder ablege.
Ja, wir möchten Ihnen noch kurz sagen, dass Sie nach dieser Veranstaltung eine E-Mail bekommen werden mit weiteren Informationen, wie zum Beispiel Webseiten, Ansprechpartnern für die jeweiligen Reismehlhersteller und auch J-Fudo, mit denen wir heute diese Veranstaltung hier durchführen dürfen, wird Ihnen natürlich mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn Sie entsprechende Fragen im Nachgang haben. Ja, wir sind jetzt ein paar Minuten schneller als geplant. Also ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen Dank für die Anwesenheit und ja, hoffentlich auf ein weiteres Mal irgendwann in der Zukunft.